Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir und ich sitze hier und philosophiere über meine Daseinsberechtigung. Nein, Quatsch. Also, ich habe in dieser Wochendekoration Großes vor, beziehungsweise ich möchte meine Wochendekoration so ein bisschen aufteilen in die eine Hälfte von der Woche geht's ab in den Urlaub, die andere Hälfte ist noch so ein bisschen Beruf, privat, alles was so mit zu Hause zusammenhängt. Und auf der rechten Seite habe ich dieses eine, ich glaube das ist ein Masté-Tape mit diesem Strand. Finde ich wirklich wunderschön und ich bin froh, dass ich davon noch ein Sample habe. Und das durfte diesmal auch aufgeklebt werden. Es hat nämlich wunderbar dazu gepasst, also dachte ich, okay, nutzt es jetzt erstmal. Ja, auf der anderen Seite habe ich dieses eine, wie nennt sich das, Stadttape, was ich von Nixes bekommen habe. Das habe ich jetzt auch aufgebraucht, also es waren die letzten Streifen und ich dachte nur, hoffentlich reicht das. Klar, auf der anderen Seite, auf dieser langen Seite konnte ich es natürlich nicht aufkleben, dafür war es zu kurz. Aber ich habe mich behelfen können mit diesem einen Tape aus dem Woolworth. Da sind jetzt so ganz viele Häuser drauf und es hat auch einfach von den Farben sehr gut gepasst. Also ich teile quasi die Woche auf in verschiedene Themenbereiche so gesehen. Dann habe ich mir dieses Bäume, also diesen Bäumen, Bäumestempel geschnappt und habe damit so versucht, so Zweige zu stempeln und damit es so ein bisschen aussieht wie ich bin jetzt in der Stadt und so langsam wird es kühl und die Blätter fallen. Es ist noch nicht so weit, dass die Bäume vollkommen kahl sind, das weiß ich schon, aber ich wollte so eine Art Atmosphäre schaffen und das kam mir so gerade recht, sagen wir es mal so. Warum ich hier diese Sonnenblumen draufklebe, hat einen bestimmten Grund, einfach weil sie immer noch überall zu sehen sind und weil sie gut zu dem Schwarz passen, habe ich gemerkt. Und das war eine riskante Aktion, weil ich nicht wusste, passt das soweit? Wird es doof aussehen? Ja, aber dann habe ich mich entschlossen, die doch aufzukleben, einfach weil ich etwas wagen wollte. Weil ich dachte, okay, probierst es und wenn es nichts wird, dann ziehst du es halt eben wieder ab. Ich habe auch seit langem mal wieder ein Mädchen ausgekramt. Normalerweise bin ich nicht so wirklich der Fan von den Mädchen-Stickern und generell von Mädchen-Washi-Tape bin ich nicht so wirklich der Fan, aber sie sollte halt eben symbolisieren, aha, es wird ein bisschen kühler und sie sollte wirklich so dieses Stadtleben repräsentieren. Ich habe mir für die rechte Seite diesen Europa-Stempel geschnappt, um dann quasi diese Karte zu stempeln. Leider ist mein Schwarz so ein bisschen aufgebraucht, sodass ich ein zweites Mal drüber stempeln musste. Leider daneben, also so ein bisschen daneben war es schon. Und ich habe mich verflucht, dass ich nicht mein Stamping-Tool benutzt habe, um das zu stempeln, aber hätte ja auch gut gehen können, ja? Also das nächste Mal werde ich auf jeden Fall das Schwarz austauschen gegen ein frisches, neues Stempelkissen. Diesen Clear-Stamp, den ich hier nochmal benutze, sieht für mich aus wie so ein bisschen wie Sand und ich habe mit Gold dann quasi drauf losgestempelt und zwar in die Ecke, wo dieser Sandstrand zu sehen ist von dem Masté-Tape. Es nimmt so langsam Form an und hier verteile ich auch ganz verschiedene Urlaubs-Die-Cuts. Die hatte ich natürlich von diesem einen 3D-Stanzblock aus dem Action und ich war super froh, dass ich ihn endlich mal benutzen durfte. Ich habe mir einige Stanzteile für mein Reisetagebuch aufgehoben.
Aber hier wollte ich auf jeden Fall noch einige einbringen. Zum Beispiel diesen Liegestuhl, die Muscheln. Die Muscheln habe ich jetzt wirklich da aufgeklebt, wo sie hingehören sollten, weil auf dem Tape sind nämlich auch noch Seesterne zu sehen und das fand ich sehr cool. Da habe ich gesagt, passt wie die Faust aufs Auge, klebst es dahin. Dann war ich so ein bisschen unschlüssig, wie ich die ganzen Sachen verteilen sollte. Zuerst habe ich so diese durchsichtigen Farn-Sticker aufgeklebt aus den Mambi-Sticker-Büchern. Die finde ich sehr, sehr schön. Leider sind sie ein bisschen hell. Ich finde es schön, dass die so ein bisschen so diesen Waterlook haben, also dieses Aquarell, diesen Aquarell-Touch quasi. Leider finde ich sie persönlich so immer noch so ein bisschen zu hell, aber gut, also hier haben sie jetzt wunderbar gepasst. Die konnte ich wunderbar einbringen. Es war nicht zu dunkel, nicht zu hell. Es hat echt schön zu dem Tape gepasst. Und ich habe verschiedene Die-Cuts aufgeklebt, quasi diese Strandsachen passen zu dem also zu diesem Meeresteil von dem Tape. Fische und Seesterne und dann habe ich noch diese Sonnenbrille aufgeklebt, was so dann typisch ich sein wird, denn ich habe mir ja jetzt extra für diesen Urlaub eine teure Sonnenbrille machen lassen und da freue ich mich schon drauf, die zu benutzen, obwohl am Strand werde ich sie wahrscheinlich nicht tragen, denn ich werde am Strand Kontaktlinsen anziehen und dann einfach eine ganz normale Sonnenbrille ohne Stärke, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ausflug mache oder abends vielleicht irgendwie unterwegs bin, dann werde ich meine Sonnenbrille aufziehen. Ja, hier habe ich noch zusätzlich so eine Art Schild aufgehängt, so nach dem Motto, es geht von der einen Wochendekorationshälfte in die andere und zwar soll das dann wirklich heißen, hier geht's zum Strand, ab zum Strand. Und das fand ich richtig, richtig cool. Also es hat mir echt so viel Spaß gemacht, diese Wochendekoration zu gestalten und obwohl die Farben sehr unterschiedlich sind, muss ich sagen, es fügt sich alles wunderbar zusammen und das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Ich muss sagen, auch die Sonnenblumen und die ganzen dunklen Farben von der anderen Seite passen wunderbar zu der rechten Seite und das finde ich sehr, sehr schön. Und hier seht ihr nochmal meine letzte Wochendekoration. Ich habe ein bisschen was reingeschrieben und bin froh, dass ich noch den Platz genutzt habe. Das war ja mein Ziel gewesen und ja, so mit meinen ganzen Urlaubsvorbereitungen bin ich nämlich jetzt durch. Den Koffer, ich muss nur noch ein bisschen was packen, aber so diese letzten Sachen, die man dann zum Schluss mitnimmt. Und ich war gestern wirklich sehr, sehr lang beschäftigt damit, diesen Koffer zu packen. Ich glaube, einen halben Tag habe ich schon dafür gebraucht. Und ja, bin froh, dass ich damit jetzt durch bin. Also so gut wie durch. Ja, ich versuche noch Sticker mit einzubringen. Diese funktionalen Sticker, wie ich sie gerne nenne. Also Sticker, die ich beschriften kann, wo ich weiß, aha, okay, gut, das musst du abhaken. Und das musst du abhaken. Das ist ja das Schöne am Happy Planner, dass ich meine Woche auch mit einer To-Do-Liste kombinieren kann. Und das finde ich sehr cool. Ja, es war ein bisschen schwierig, die passenden Sticker zu finden. Ich musste ein bisschen kämpfen. Ich musste ein bisschen umdenken. Ich wollte auch nicht zu viel von der Deko verschleiern. Und das war mir wichtig. Das war aber nicht so leicht. Ich musste ein bisschen aufpassen, auch wie gesagt, von den Farben her von den Stickern. Und ich habe echt zu viele Boxen aufgeklebt. Aber das macht mir jetzt nicht so wirklich was aus. Ich hoffe, ich werde einfach ja, das Ganze gut nutzen können. Und das ist ja die Hauptsache, ich muss den Platz auch wirklich nutzen können. Denn in den nächsten Wochen werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen was mit einbringen müssen, auch eintragen müssen und so weiter und so fort. Ja, das sind jetzt die letzten Sticker und ich werde euch die Deko gleich zeigen. Davor habe ich noch ein paar Sticker aufgeklebt von meinem kleinen Sticker-Heftchen, was zum Thema Reise ist. Das ist ja von Mambi. Finde ich sehr cool. Ich bin froh, dass ich es einbringen konnte. Und hier seht ihr noch meine wunderschöne Wochendekoration und mir gefällt sie so, so gut. Ich bin so froh, dass ich das alles so hingekriegt habe
Und ja, ich wünsche euch was. Wir sehen uns bei der nächsten Wochendekoration, denn ich werde noch einige Dekos posten, bevor ich in den Urlaub fahre. Macht es gut. Tschüss.